Oh, komm raus, komm raus, komm raus. Extrahiere hier richtig. Wieso extrahiert er denn nicht? Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Ich hasse diesen Rotblock-Dreck, Alter. Jo Leute, was geht bei euch? Euer Sensen Survivor hier mit dem Abschlussbericht zu meiner allerersten Season in Escape from Tarkov. Und ja, gucken wir mal rein, der Stand der Dinge. Eine 2,78er KD. 184 PMCs gekillt. Ja, 566 Raids, 939 Stunden gespielt. Der Vibe kam ja als, ich möchte es nicht Weihnachtsgeschenk nennen, sondern Weihnachtsüberraschung am 24. Pünktlich zum 24. hat jeder damit gerechnet. Ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr Zeit noch gewünscht. So, gucken wir uns nochmal ein bisschen hier meine Skills an, die ich noch so hatte. Bevor wir dann zu meinem Stash kommen. Ich hatte Tränen in den Augen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gehofft, oder ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der Vibe angekündigt wird und man dann noch so vielleicht wenigstens drei bis fünf Tage Zeit hat, sein Zeug zu verspielen. War allerdings nicht der Fall. Ich weiß noch nicht, ob das so die Regel ist oder jetzt die Ausnahme war. Dafür spiele ich das Spiel noch nicht lang genug. So, kommen wir mal dazu. Da oben fast 90 Millionen auf dem Konto. Feinste Munition, naja gut, das waren die Kisten, die ich noch nicht hatte, da hatte ich bloß die Goldnik mit drin. Und ja, hier, Schlüssel, das war auch so, ich habe so gut wie kaum Schlüssel benutzt, muss ich ehrlich sagen, zu meiner Schande. Weil mir da auch noch das Wissen so fehlt, wo ich die Schlüssel anbringen kann und was es da so alles gibt. Hoffe, das läuft jetzt in der aktuellen Season halt dann besser. Die Granaten, alles. Es tut mir so leid, wenn ich das alles jetzt wieder sehe. Die Kohle. Guckt euch die Kohle an. Da kommt mir schon eine kleine Träne ins Auge. Wo ist jetzt der andere Koffer noch gewesen? Ach, da oben. So. Fast vier Koffer voller Money. Es ist der Wahnsinn, was ich alles hatte und was ich nicht gespielt habe. Ich hatte halt dann immer meinen Standard-Gear sozusagen. Die Korund Body Armor für 100.000 und meine RPK, meine gemoddete. Und Helm, je nachdem, was ich alles so hatte. Da unten die Slicks. Oh, ich könnte heulen, wenn ich es jetzt nochmal so sehe. Wenn ich es verkaufen. Ich hatte ja genug Geld auch irgendwie. Ganzen Marken, alle über 20 zum Tauschen, alles nicht mal geschafft. Da unten die fetten Patronen, Alter, wenn ich dran denke, dass die Patronen, glaube ich, 180.000 wert war und ich habe es halt bei mir nur am Stash rumkullern gehabt. Hier die ganzen Waffen, alles nicht gespielt, Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt knaupel ich wieder rum und versuche mich wieder hochzuarbeiten. Naja, so, die Dealer waren auch alle schon fix und fertig. Ich wollte eigentlich, war ich gerade auf dem Weg, noch den Kappa-Container mal in Angriff zu nehmen. Achso, hier ein 19er Ruf. Das Hideout war vollständig ausgebaut und Grafikkarten hatte ich, glaube ich, 36 Stück im Rack. Ja, und das war es dann auch mit dem Erinnerungsvideo. Irgendwie bin ich drin, oder? Hört sich an, als würde ich in einem Raum stehen. Spawnen. Das wäre eigentlich schlecht. Ja, ja, Tatsache. Und was kriegt deine Frau? Lass uns gleich rüber. Meine Frau kriegt so eine Lichterkette für draußen, fürs Gebüsch. Für die Sträucher und so. Okay. Folge dir.
Ich sitze hier unten. Okay. Ich sitze hier unten, kurz vorm Tor. Da. Ja, hab mich da gesehen. So, wo wollen wir hin? Wollen wir mal rüber hier an die Lootbude? Du meinst die Werkstatt? Ja. Ja, dann lass uns. Ich geh mal kurz an den Computer hier, ne? Okay. Was hier, so Computer? Ja, zwei Stück. Achso, hab ich auch noch nicht gewusst. Aber. Warum ist das denn so lecker hier? Ruhig. Hier laufen welche. Wo denn? Ich weiß nicht, ob der tot ist. Ich muss rein. Ich bin verletzt. Oh. Ja, lauf weg. Oh, ich komme hier nicht mehr vorwärts. Oh. Wir müssen die Tür zumachen. Hier, ich werf dir was hin. Ah, da. Danke. Cool. Der ist weggerannt. Warte hier, kannst du wieder kriegen. Hast du? Ach, der ist weggerannt. Also ja. Weiter weg. Ach so. Der ganz weg ist, weiß ich nicht. Und ich Idiot hab. Ich bin ordentlich eingeheizt mit der Pistole. Ich hatte dann wieder auf Einzelfeuer auf die Waffe gestellt. Ich hasse das. Du gehst mit einer Knarre rein und die ist auf Einzelfeuer voreingestellt. Das geht mir auf den Sack. Ich hätte ihn umlegen können, Alter. Ich hätte ihn umlegen können. Hast du irgendwas, eine Schiene oder so? Nee, ich habe gar nichts. Ich hab gar nichts. Ich habe jetzt auch nicht mehr nach. Ich bin tot. Der kam wieder. Wo ist der? Keine Ahnung. An dem Zug, glaube ich. Okay. Erzählst du die ganze Zeit hier? Muss ich mal zu deiner Leiche gucken. Hast du ihn erwischt? Ja, ich hab mir legt den Hund. Also ich finde es Wahnsinn, dass du überhaupt damals Hand gespielt hast. Warum? Ja, wieso hast du dir das überhaupt gekauft? Erzähl mal. Weiß ich nicht, ich hab das bei Steam entdeckt. Gespannt, wann ich jetzt wieder abgeschossen werde. Das ist auf jeden Fall krass, was man jetzt alles schon mitnehmen fühlen muss, um starke Blutung, wenige Blutung, Bruch, starker Bruch oder sowas. Das wird mir ein bisschen too much. Was, oder starker was Bruch? Noch? Gibt's auch? Ja, keine Ahnung, was sind denn diese roten Verbände da? Diese neuen, das sind dran. Starke Blutungsverbände, aber nur halt einer. Bei dem anderen hast du ja drei Stück. In der Tüte. Oh. Hm. Okay. Ach ja. Mir mal vielleicht überlegt, mal so ein Hardcore-Challenge, weiß ich nicht. Was ist das? Ja, du legst dir selber Regeln auf. Ach so. Zum Beispiel, du
du darfst nicht bei auf Flohmarkt kaufen, weißt du? Mhm. Das könnte schon deine Challenge sein, also. Ich habe zwei Leute erschossen. Okay, also hast du doch Ruhe gesagt. Aber ich nehme mich nicht ganz verstanden. Kam nur so raus. Oh, ich habe auch noch Blutung, Alter. Ich also lasse ihn jetzt zum ersten Mal in seinem Leben Wodka saufen. Alter, ich hoffe, das ist keine falsche Entscheidung. Naja, du hast dann verschwommene Sicht, ne? Ach so. Meine ich. Also du hast, oder Zittern hast du auch noch. Mist, ich bin total kaputt, Mann. Da hast du dann mal so eben 20.000 Rubel versoffen. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Vor allen Dingen, er hat nicht immer ein bisschen... Er ist nicht mal ein bisschen den Durst gestillt. Mir hat es schon dunkel vor Augen. Oh. Na, da ist schon eine Falle. Ach, wieder drin. Ich hab Blutung, Nein, jetzt habe ich eine starke Blutung. Jetzt habe ich eine starke Blutung und ich bin kotzen. Scheiße. Ich muss in die Drogenhöhle. Vielleicht gibt es dort Medizin für mich. Ja, das ist eine gute Idee. Alter. Für die volle Dröhnung hier. Nummer? Ich fahr Blut. Entschuldigung. Hm? Zu. Oh, wieso macht er nicht zu, Alter? Gibt's ja Medizin. Splint. Ist immer noch im Game? Ich dachte, du schreist schon und sowas. Ja, schreit ja auch, wenn ich renne. Aber ich gebe ihm mal Schmerzstiller. Oh, ja. Ach! Scheiße, jetzt habe ich keine Heilung mehr. Oh ja, Heilung. Boah, bloß raus hier. Ach, geschafft. Ich hoffe, ich verloote jetzt nicht noch. Von einem Camper zum anderen rennst du, ey, ehrlich. Hm. Oh, komm raus, komm raus, komm raus, extrahiere ich ja richtig. Wieso extrahiert er denn nicht? Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Ich hasse diesen Rotblock-Dreck, Alter.
Ich bin am Rotblock, er zählt runter, aber extrahiert mich nicht. Manchmal dauert das. Also kenne ich von anderen Punkten so. Manchmal dauert eine halbe Minute oder so. Ehrlich? Ich habe keine Zeit. Und jetzt raus. Schön. Dann gehe ich aus meinen Rauchen auf den Schreck. Oh. Ah, schön, die Dickerchen. Ja, 8400 XP, also. Boah, das ist nicht schlimm. Er ist ja auch genug getötet.